Hallo und herzlich willkommen zum vierten DCS-Tutorial in der F86F Saber und wir schauen uns heute mal zwei verschiedene Landetechniken an und zwar nach Sichtflugregeln. Wir finden uns hier direkt im ersten Anflug für den sogenannten Straight-In, also für das gerade Reinfliegen auf die Bahn. Wir brauchen heute für dieses Tutorial unseren Geschwindigkeitsmesser, unseren Kursanzeiger, unseren künstlichen Horizont. Wir brauchen außerdem die Anzeige für die Steig- und Sinkgeschwindigkeit und natürlich unseren Höhenmesser. Wir befinden uns hier im Anflug auf Senaki und im Anflug solltet ihr um die 185 Knoten Indicated Airspeed drauf haben und ab dieser Geschwindigkeit, also ab 185 Knoten, könnt ihr auch das Fahrwerk und die Landeklappen ausfahren. Wenn ihr mit der Reduzierung von Schub nicht auf diese Geschwindigkeit kommt, könnt ihr natürlich die Luftbremse dafür nehmen. Wir schauen einmal über die Schulter und sehen, ich verwende die Luftbremse und meine Klappen sind ja auch schon ausgefahren. Laut Handbuch sollt ihr die obere Linie der Gunsight auf den Horizont legen und habt dann einen optimalen Anflugwinkel. Leider ist im Schnellstarthandbuch, was uns aktuell zur Verfügung steht, nicht erklärt, ab wann man diesen Sinkflug beginnen soll. Ich habe hier mal auf 2500 Fuß begonnen und fliege ein wenig flacher an. Deswegen komme ich mit meiner Sinkgeschwindigkeit auch ab und zu mal ein bisschen über das, was angegeben oder ideal ist. Ideal sind nicht mehr als 1500 Fuß Sinkgeschwindigkeit. So, den Endanflug macht ihr mit ungefähr 140 Knoten. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht unter 120 Knoten fallt. Bei 120 Knoten oder weniger kann es passieren, dass die Saber in den Stall kommt und dafür ist sie sehr bekannt. Und wenn ihr erstmal im Stall seid, ist es dann sehr, sehr schwierig, die Saber da wieder rauszuholen. So, wir befinden uns jetzt hier im Endanflug. Wenn euer Anstellwinkel zu hoch ist, merkt ihr das, dass ihr die Bahn nicht mehr seht. So, und kurz vor dem Aufsetzen nehmen wir dann aber die Nase natürlich nach oben. Nehmen den Schub komplett raus und setzen auf. Und dann habt ihr auch eine butterweiche Landung. Wenn ihr erstmal unten seid, lasst die Maschine erstmal mit Hilfe der Luftbremse ein wenig ausrollen und verwendet erst zum Schluss die Radbremse, wie ihr hier seht bei mir. Muss man damit wirklich sehr vorsichtig sein, ansonsten kommt man ins Schlingern und verliert hier die Kontrolle. Okay, und sobald ihr natürlich unten seid und Geschwindigkeit verloren habt, könnt ihr die Landeklappen wieder einfahren und bei unter 50 Knoten dann auch die Landebahn verlassen. Okay, das war der Straight-In mit der Saber. Wir gucken uns jetzt nochmal kurz die Wiederholung aus der Außenansicht an und direkt danach springen wir in das zweite Landeverfahren.
Wir befinden uns wieder im Cockpit und kommen jetzt zum zweiten Anflugverfahren. Das ist der sogenannte Overhead Brake. Den kennt ihr eventuell schon aus dem Landetutorial der F-15C. Für den Fall, dass dem nicht so ist, zeige ich euch direkt einmal ein Bild aus dem Flughandbuch der Sabre, wie der Overhead Brake mit der Sabre geflogen wird. Okay, und genau so machen wir es. Wir starten wieder auf knapp 2500 Fuß. Aktuell bin ich noch 200 Fuß drüber und mit ungefähr 250 bis 300 Knoten. Und für dieses Landeverfahren jetzt brauchen wir eben auch unseren Kursanzeiger. Die Landebahn von Senaki ist so in etwa auf dem Heading 090. Das heißt, wenn wir dann auf dem Downwind sind, also auf der Gegenrichtung, ist das dann 270. Okay. So, wir fliegen an, gucken immer mal hier links vorbei, ob das soweit passt, dass wir gerade über der Bahn sind, und das sieht gut aus. So, und jetzt gleich fahren wir unsere Bremsen aus und drehen nach links weg. Okay, jetzt kommen die Bremsen und wir drehen ein. Da wir hier Landeverfahren nach Sichtflugregeln besprechen, drehe ich diese Kurve nach Gefühl, also ich habe jetzt hier keine festen Werte für euch. Was ich aber noch sagen möchte, das gilt sowohl für dieses Landeverfahren als auch für das Straight-In, was wir vorher hatten. Mein Flugzeug hier, also meine Sabre, hat in diesem Tutorial ein Cross-Weight, also ein Gesamtgewicht von 13.800 Pfund. Das heißt, wenn ihr leichter seid, sind eure Geschwindigkeiten ein bisschen niedriger. Wenn ihr schwerer seid, sind eure Geschwindigkeiten ein bisschen höher, weil ihr müsst ja dieses höhere Gewicht in der Luft halten. So, auf dem Gegenheading, dem sogenannten Downwind angekommen, gehen wir, wie auch in der Kurve selber, also in dem Crossbreak, das war die Kurve gerade eben, schon mit der Höhe runter, also die Nase leicht nach unten. Die Geschwindigkeit hier wie zuvor so ungefähr bei 140, 150 Knoten. Und wir peilen das Ende der Runway an für unseren sogenannten Base Turn. Das heißt, wenn wir dann wieder eindrehen, und jetzt auch schon auf dem Downwind habe ich natürlich auch schon Klappen und Fahrwerk ausgefahren. So, wir drehen ein. Und wer das Tutorial mit der 15 gesehen hat, wir sind hier natürlich viel, viel langsamer. Deswegen brauchen wir hier auch nicht ganz so eng drehen. Okay. Das sieht ganz gut aus. Sieht ein bisschen flach aus, aber wir sind noch auf 800 Fuß. Das passt, wir wollen ja auch nicht so hoch reinkommen. Wir wollen wirklich direkt, wenn wir jetzt hier aus diesem Base-Turn ausdrehen, nicht mehr allzu weit fliegen, um aufzusetzen. Von daher ist ein bisschen flacher besser als ein bisschen zu hoch. Zumal die Runway hier auf Senaki ja ohnehin nicht die längste ist. So, das sieht ganz gut aus. Okay, ein bisschen zu weit rechts, da müssen wir nochmal kurz korrigieren, bevor wir aufsetzen. Aber so unglücklich bin ich mit der Landung bisher noch nicht. Wir gucken mal, wie es aufsetzen wird. Okay, Nase leicht nach oben, Schub zurück und auch hier aufsetzen. Okay, nicht ganz so butterweich, aber ich glaube, das kann man auch hier locker gelten lassen, und natürlich gilt auch jetzt ganz, ganz sachte mit den Radbremsen.
Und die Landeklappen können wir dann auch bald wieder hochfahren. So, mal schauen, ob wir die nächste Ausfahrt bekommen oder ob wir die letzte nehmen. Okay, das wird diesmal nix. Dann nehmen wir die letzte Ausfahrt. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen energischer auf die Bremse treten. Aber das sieht sehr gut aus. Okay. Auch das Overhead Brake Landeverfahren schauen wir uns natürlich nochmal in der Außenansicht an. Da ich das auch wieder nicht kommentieren werde, verabschiede ich mich an dieser Stelle schon von euch. Wünsche euch noch schon einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.